Aber nicht so Speckschwarten-Glow, sondern dieses wirklich schöne Haut-Glow. Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Für diejenigen unter euch, die mich nicht kennen. Hi, mein Name ist Katrin und ich liebe Make-up, ich liebe Make-up-Produkte. Ich wirklich habe da so einen kleinen Fimmel für, wie man so schön sagt, und teste da unheimlich gerne aus und habe schon viel getestet, werde in Zukunft viel testen. Und ich habe eine Sache wirklich, da könnte ich auch immer wieder ausprobieren, denn man ist ja immer so ein bisschen auf der Suche nach dem Nonplusultra. Und heute habe ich euch meine Top 5 Foundations zusammengestellt, die für mich einfach das beste Ergebnis, das einfachste, das schnellste Ergebnis auf meine Haut zaubern. Sie kriechen nicht in Falten, sie sitzen gut um die Nase, da habe ich nämlich auch immer ein paar Probleme. Sie lassen mich so ein bisschen strahlen und frisch aussehen, sind nicht zu matt, nicht extrem glowy, also dass man aussieht wie so eine kleine Speckschwarte, gibt's ja auch. Also diese perfekte Foundation, und ich bin nicht mehr die Jüngste. Ich sage das wieder, auch ich habe Fältchen und gerade auf der Stirn, um die Augen rum, um die Nase. Hier so ein bisschen natürlich meine kleinen Lachfältchen, weil ich lache auch mal gerne. Und ich habe trockene Haut. Das heißt, Foundations legen sich auch unheimlich gerne mal auf trockene Hautschüppchen bei mir. Und das sind so die Kriterien, die ich einfach an der Foundation habe. Und sorry Leute, aber ich habe, was Foundations angeht, gar nicht so viel Drogerie hier für euch am Start. Sondern wirklich, ich habe die Foundations rausgesucht, die für mich am besten funktionieren. Und da ist so ein bisschen High-End unterwegs. Was ich aber gelernt habe in meiner ganzen Foundation-Zeit, und deswegen bin ich auch so ein bisschen pflegeverrückt, wie ihr wisst. Also wirklich, ich lege großen Wert auch auf Hautpflege. Was ich einfach gelernt habe, dass Foundation und ein perfekter Auftrag von der Foundation einfach auch schwer zusammenhängt mit einer guten Hautpflege. Ne? Wenn die Grundlage nicht stimmt, dann kannst du da die schönste Farbe drüber spachteln. Das gibt leider halt einfach nichts. Aber das nur by the way und am Rande. Ich hole euch einfach mal die günstigste Foundation vorab einmal hier raus. Und die habe ich euch auch schon ein paar Mal gezeigt. Das ist einmal hier von Misha. Diese Foundation, die ich mir immer wieder nachkaufe, und wenn ihr die shoppen möchtet, ich habe bei Styvana einen Code für euch, den alles unten wird in der Infobox natürlich verlinkt sein, wenn ich was finde, wo ihr sparen könnt, alles unten. Für YesStyle hätte ich auch einen Code, da könnt ihr aber nur 10% sparen und Styvana sind es 18%. Ich bestelle mir immer meinen Vorrat bei Styvana. Da gibt es auch so Vorteilssets übrigens, dass ihr gleich 2 oder 3 bestellen könnt. Das ist eine Cushion Foundation. Ich habe die Farbe Nummer 23 und Leute, die ist der Hammer. Das ist hier übrigens die Misha Magic Cushion Cover Lasting Foundation. Ganz wichtig, denn da gibt es natürlich auch andere. Die finde ich nicht so gut. Ich liebe aber diese mit dem rosanen Deckel, ist das übrigens. Ich glaube, die Kamera fängt es wieder nur von etwas nah ein. Da gehört auch ein Schwämmchen dazu. Ich gucke schon wieder in meinem Chaos rum. Ich habe es aber schon gesichtet. Denn das benutze ich tatsächlich die meiste Zeit nicht. Normal gehört nämlich das hier einmal mit rein. Ich benutze das meistens mit so einem schönen, fluffigen Make-up-Beauty-Blender. Damit geht es für mich am einfachsten. Ich mache euch das mal auf. So sieht das von innen aus und hat halt dieses ganz normale, diese Cushion. Ich gehe mal mit dem Fingerchen für euch rein, um euch einfach die Farbe ein bisschen zu zeigen. Und Leute, die ist so fantastisch. Ich finde auch, die passt sehr gut zu meinem Hautton. Wie gesagt, da gibt es auch noch andere Farben. Für mich ist die 23 so ein kleiner Color Match, sage ich einfach mal. Und die deckt so gut ab, Leute. Auch wenn ihr Augenringe habt oder so, das ist schon die perfekte Grundlage hier unter den Augen, dass das ein bisschen abgedeckt wird. Die spendet Feuchtigkeit. Die sitzt, oh mein Gott, das ist eine der besten Foundations, die bei mir am besten auf der Nase sitzt und hält und
kriecht halt auch nicht in Fältchen, gerade weil die so ein bisschen feuchtigkeitsspendend auch ist. Die hat auch einen Lichtschutzfaktor von 50 gleich mit drin, was ich klasse finde. Lässt sich super schnell, super einfach auftragen. Hat so einen leichten, angenehmen Glow, lässt die Haut einfach frisch, prall, schön aussehen und deckt dabei halt richtig gut ab. Ihr könnt die auch ein bisschen aufbauen. Das heißt, ihr könnt ein bisschen leichter machen, wie ihr das möchtet, wenn ihr nur so einen ganz leichten Hauch möchtet oder wenn ihr wirklich dieses Full Coverage wollt, könnt ihr diese Foundation super aufbauen. Die nächsten im Bunde, und jetzt wundert euch nicht, ich habe das sehr, sehr häufig, dass ich kein Color Match in Foundations habe und deswegen gleich immer zweimal kaufe, um mir so ein bisschen die richtige Farbe selbst zusammenzumischen. Hier habe ich eine, die trage ich auch heute wieder. Dann habt ihr wenigstens von der schon mal so ein bisschen einen Eindruck. Und ist wirklich ein lange Jahre Favorit von mir. Und das ist einmal Giorgio Armani, die Luminous Silk Foundation. Die schnappe ich mir immer, wenn es richtige gute Angebote gibt. Sage ich euch so, wie es ist, weil die ist nicht günstig. Und dann schaue ich immer, wo ist sie gerade richtig günstig im Angebot, wenn ich sie mir nachkaufen muss. Dadurch, dass ich meistens zwei Farben habe, komme ich da auch ein bisschen länger mit hin. Ich habe hier nämlich einmal schlichtweg die 6, die eigentlich viel zu dunkel ist, habe aber die 4, die immer noch so ein bisschen dunkler mit rein braucht, weil die zwei Farben in Kombination bei mir halt am besten funktionieren. Und dann mache ich mir halt zwei Pumper und einen Pumper so im Mix ein bisschen rein, um die richtige Farbe zu finden. Leute, die macht euch eine Haut. Die ist auch wirklich, die sitzt. Einfach wunderschön, die hält auf der Nase, die kriecht nicht in irgendwelche Möchtegern-Fältchen hier rein und hat auch so ein, ja, so ein samtiges Finish einfach, sage ich mal. Die hat, sie heißt ja auch nicht umsonst Luminous Silk und das trifft dieses Finish von dieser Foundation auch ganz gut. Ihr könnt die auch richtig toll aufbauen, die hat so eine mittlere bis starke Deckkraft, würde ich behaupten. Und wie gesagt, könnt sie wunderbar aufbauen, sitzt den ganzen Tag an Ort und Stelle. Und kennt ihr diese Foundations, die auch hier, wenn ihr diese Mundfalten habt, irgendwann sich so blöd da rein absetzen und so? Macht die zum Beispiel auch gar nicht. Und ich zeige euch hier einmal so ein bisschen die Farben. Das ist einmal die 6. Und da seht ihr schon, ich brauche immer so ein bisschen so einen gelblichen Ton. Eigentlich finde ich ein ziemlich neutraler Hautton. Und so sieht einmal die 6 aus. Und ich glaube, da sieht man schon, okay, das hier ist jetzt nicht gerade das perfekte Color Match. Und nebendran, muss ja nicht hier so mega viel verschwenden von der Juten, mache ich euch mal die hellere Version. Und da sieht man, die 04 kommt mir schon sehr, sehr nahe. Aber wenn ich da halt so ein bisschen Wärme reinbringe von dieser anderen und ich vermische mir das hier gerade mal oben und dann sieht man schon, wie schön das eigentlich wird und sich perfekt quasi meinem Hautton anpasst. Vom Sitz her, und ihr seht das vielleicht jetzt auch gerade, wenn ich sie schon auf dem Handrücken habe, kann ich ja ein bisschen verteilen, was die auch für einen tollen Glow einfach macht. Und dieses seidige, samtige Finish auf der Haut, was irgendwie wie eingecremte, schön gepflegte Haut aussieht. Und liebe diese Foundation, kauf sie mir, wie gesagt, immer wieder nach. Höherer Preispunkt mit guten Angeboten bin ich da aber immer wieder gerne dabei. Und ich bin eh so ein Angebotsschnapper, muss ich euch echt sagen. Ich lauere da wirklich immer so ein paar, ja, auf ein paar Angebote. Und ich weiß nicht, ob ich es schaffe, euch das Video rechtzeitig hochzuladen, denn ich habe hier noch so einen kleinen Liebling und wirklich, das hier ist auch schon, habe ich auch schon nachgekauft und da hätte ich im Moment für euch einen 20% Code, wo ich das filme. Leute, verzeiht es mir, wenn ich es nicht rechtzeitig schaffe. 20% bei Dalton und Dalton hat halt auch Nee in seinem Sortiment. Und Nee ist so ein bisschen diese Make-up-Marke, mit der Dalton zusammenarbeitet. Leute, die habe ich euch schon häufiger gezeigt und ich liebe diese Foundation.
Die ist so wundervoll. Und ihr seht schon, ich halte euch hier wieder zwei in die Kamera. Denn ich habe einmal Nude. Und Nude ist wirklich schon so fast perfekt für meine Haut. Und dann gibt es noch Porzellan, das ist ein bisschen heller, um so diesen richtigen Farbton einfach hinzubekommen. Ich zeige euch einmal hier diese, oh, die heißt auch Absolute Perfection Foundation. Leute, die geht runter, ihr holt euch einen Pinsel, ihr geht da einmal mit über euer Gesicht. Also die trage ich wirklich Pinsel und dann zack, zack, zack und ein bisschen mit dem Schwamm eingearbeitet. Super schnell habt ihr ein tolles Ergebnis. Gepflegte, tolle Haut, da ist auch Vitamin E natürlich mit drin und ist hier so eine Pipette, ne? So eine Glasflasche mit einer Pipette und vielleicht seht ihr das schon, wie flüssig diese Foundation ist und die verschmilzt mit eurer Haut. Das hier, ihr braucht da auch nicht viel, ich habe hier schon wieder viel zu viel aufgetragen. Ich verteile das mal hier so ein bisschen auf der Hand. Schaut euch das mal an. Also wie gesagt, die ist schon fast perfekt. Das ist so eine richtig, ja, das ist nicht nur Foundation, das ist halt gleich Pflege mit drin, wie so eine Serum-Foundation, irgendwie würde ich die beschreiben. Porzellan hat halt jetzt so ein bisschen mehr, und da hatte ich vorhin das Thema, so einen leichten Gelb-Olivstich. Also die ist wieder so eine so ein Ticken dunkler und das ist natürlich auch gut. Ich meine, wir sind hier im Winter und in der blassesten Haut, die ich nun mal besitze. Natürlich im Sommer werde ich auch ein bisschen fresher im Gesicht und da brauche ich das dann natürlich auch. Wenn ich das jetzt wieder vermenge, bin ich sehr nah dran an der richtigen Foundation-Farbe. Und Leute, dieser Duft, allein dieser Duft, das ist ein Erlebnis. Das hier richtig weit, weit, weit oben als mein Liebling, wenn nicht sogar der absolute Liebling, die Absolute Perfection Foundation, wie gesagt von Ne. Und wenn ihr daran Interesse habt, ich kann euch die nur sowas von ans Herz legen. Ich glaube, da wird wirklich jeder mit klarkommen. Gerade für trockene Haut kann ich die euch echt empfehlen. Und die sitzt toll, die hält auch den ganzen Tag. Die sieht auch so richtig toll und schön natürlich aus. Kaufe ich auch nicht umsonst immer wieder nach. Und auch die wirklich eine Riesenempfehlung. Also das sind wirklich hier nur Empfehlungen von mir. Liebe die. Da gibt es auch ein Video, wo ich die zum Beispiel trage. Ihr habt die so oft schon gesehen. Und ich fand es so lustig, wie ich die zum ersten Mal auch dann drauf hatte und neu hatte, dass ich wirklich, ich kriege da Kommentare, dass ich so frisch und strahlend aussehe. Das ist meistens, wenn ich diese Foundation trage, kriege ich da auch wirklich Komplimente für. Und da sieht man, glaube ich, ganz gut, was diese Foundation drauf hat. Dann habe ich eine, die muss bald nachgekauft werden und ist wirklich auch so ein Liebling. Und das ist, die zwei sind sich auch in einer Sache super, super ähnlich. Man kann die so schnell mit dem Pinsel verteilen, Leute, ihr glaubt es nicht. Also ich habe manchmal Foundations und man bringt viel zum Funktionieren, aber in viel muss man halt auch Arbeit quasi reinstecken. Das heißt, ich muss da wirklich mit dem Beauty Blender und hier nochmal und dies und nochmal schichten und ne, das alles schön einarbeiten, damit alles toll sitzt und dann vielleicht an der Nase nochmal ein bisschen. Und das habe ich bei hier denen halt nicht. Und die habt ihr auch zack, 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 einmal mit dem Pinsel. Ihr müsstet da, glaube ich, auch noch nicht mal mit dem Beauty Blender danach drüber gehen. Und genauso verhält sich nämlich auch mit dieser. Und das lief ich so. Das ist wirklich nur mit dem Beauty Blender so dieser letzte Schliff, wenn ich das mache. Aber ich könnte die wirklich in einer Minute und würde richtig toll aussehen. Auch die ein super schönes Finish. Forever Skin Glow von Dior. Natürlich auch hier Schnäppchenjäger, aufgepasst, da würde ich auch nur mit Rabatten zuschlagen und da lauere ich auch schon ein bisschen drauf. Ist übrigens die 1,5N und die habe ich auch nur einmal da. Ich finde die Farbe auch sehr passend für mich und habe deswegen keine andere Farbe gekauft. Also 1,5 neutral und die ist so, ich glaube, man erkennt das jetzt hier auch ganz gut, dass das echt schon so die perfekte Farbe ist. Was natürlich gut ist, gerade bei diesen Preisen. Nur meine Haut. Meine Haut geht's gut. Aber schaut euch das mal an. Und das ist das, was ich meine. Und die heißt natürlich auch Forever Glow. Das heißt, wir haben hier auch wieder so ein bisschen Glow Foundation. Aber nicht so Speckschwarten Glow, sondern dieses wirklich
schöne Hautglow, auch sehr pflegend, sehr gut sitzend, einfach mitzuarbeiten, hält auch wunderbar, weil das ist auch so eine Sache, ne, gerade ich bin meistens lange unterwegs und bin wirklich dann, bei mir muss eine Foundation schon 12 Stunden mindestens mitmachen, gerade wenn ich unterwegs bin, und das machen diese Foundations auch. Das nur einmal noch so by the way, auch eine wahnsinnig tolle Foundation, die ich euch ans Herz legen kann. Und wir kommen zu Nummer 5 und auch da werdet ihr sehen, ich habe wieder zwei Farben hier am Start, ist die Lancôme Teint Miracle. Wunderschöne Foundation, wunderschön, damit sieht eure Haut auch aus. Oh mein Gott, ihr seht schon, ich habe hier so ein bisschen gelblich und hier ist dann, das hier ist so eine wunderschöne Farbe, um die sich reinzumischen. Auch die schnappe ich mir meistens, wenn es richtig gute Reduzierungen gibt. Dann kommt ihr da manchmal wirklich für 20 Euro oder so dran. Gerade Black Friday, sage ich nur, da kann man sich da immer gut nochmal Nachschub holen. Man sieht ja auch toll, ne, wie weit man ist und wann man nochmal Nachschub braucht. Komm mal so ein Stück näher dran. Vielleicht sieht man diesen Schimmer, den diese Foundation einfach hier mit drin hat. Und das ist wie so ein kleiner Perlmuttschimmer, der die Haut einfach wie so ein Weichzeichner sich über seine Haut legt. Auch hier wunderbar mitzuarbeiten, ohne Fältchen Kriecherei. Und die sitzt bei mir nicht ganz so gut um die Nase rum. Das ist ein kleines Manko, aber dem Rest vom Gesicht, Leute, es sieht einfach wunderschön aus. Ich habe hier einmal die 01. Das ist einmal diese Farbe. Ich ziehe das mal ein bisschen länger, dann sieht man es nämlich besser. Man sieht es schon, ein bisschen gelblich, ein bisschen dunkel. Und da mische ich mir die 010 rein. Und diese 010 kann sich auch in andere Foundations reinmischen, die vielleicht echt nicht so gut funktionieren vom Farbton her. Und das ist schon fast wie so ein leichtes Grau, so, ne? Aber so ein ganz helles irgendwie Beige, was man so gut irgendwo reinmischen kann. Und dieses Finish davon, richtig toll. Ich vermische das einmal hier wieder auf meinem Handrücken und man merkt schon gleich, okay, wir kommen wieder zu der Farbe, wo ich eigentlich hingehöre. Auch eine tolle Deckkraft, muss ich echt sagen. Also ich habe alle Foundations am liebsten so leicht bis ein bisschen, ne, wenn man dann so Hautunreinheiten hat, muss die Foundation das halt auch schaffen können. Aber ich mag es auch gerne mal so ein bisschen leichter, das alles schaffen diese Foundations. Und so sieht das Ganze einmal so ein bisschen aus, damit ihr so einen Eindruck habt. Und man sieht auch hier, es ist kein Glow, der einen erschlägt, sondern wirklich dieses schöne, natürliche Strahlen, was auch die Foundation einfach hervorbringt. Ich bin kein Freund von matt, gerade weil ich halt eben auch trockene Haut habe, mag ich das nicht so mega gerne, wenn irgendwie gerade so eine Foundation mein Gesicht so richtig matt macht. Und jetzt habt ihr meine Top 5 gesehen. Wirklich, das sind so diese absoluten Lieblinge. Wenn es funktionieren soll, wenn es schön aussehen soll, wenn es strahlend, frisch und toll sein soll, kann ich euch alle ans Herz legen. Ich finde, die sind nicht umsonst meine Top 5. Natürlich, Geschmäcker sind verschieden. Ich bin gespannt und würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst. Vielleicht haben wir auch wieder dieselben Lieblinge oder ihr habt andere. Da bin ich immer super neugierig. Vielleicht muss ich noch irgendwas unbedingt austesten, was in meiner kleinen Welt fehlt. Und Leute, ich habe ein paar Foundations. Ich starre hier einmal. Ich habe so eine schöne Schublade, da ist alles drin. Dran vorbei. Das waren meine Top 5 der Foundations auf jeden Fall. Ich würde mich freuen über einen Kommentar eurerseits. Vielleicht ein bisschen Inspiration austauschen. Vielleicht habt ihr auch Lieblingsprodukte oder Lieblingsfoundations. Oder gerade was Drogerie angeht, bin ich natürlich auch offen, wenn ich da eine richtig gute finde. Würde da auch liebend gerne was testen, wenn ihr mir da was empfehlen könnt. Ich hoffe, ihr hattet wie immer Freude an dem Video und wünsche euch jetzt von ganzem Herzen einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, Morgen oder Mittag und hoffe natürlich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ihr Süßen, macht's gut. Tschüssi.